Für mich ist kein Roman Ustinovs geistreicher, philosophischer und vergnüglicher. Es ist die Geschichte zweier seltsamer Reisender, der alte Mann und Mr. Smith, die der Erde einen Besuch abstatten, um der Frage nachzugehen, ob sie noch notwendig sind und nicht bloß Luxus oder gar überflüssig. Der alte Mann buchstabiert seinen Namen hartnäckig mit G-O-T-T und der leicht reizbare Mr. Smith wankelt zwischen Freude, kindlicher Hysterie und dem Versuch, seinem Namen alle Ehre zu machen. Aber leider glaubt ihnen niemand, wer sie sind. Sie werden verfolgt, gejagt und es beginnt eine Reise um den Globus, der sie in die skurrilsten Situationen bringt. Wir entführen sie in die Welt des perfekten Lasters, in die der Falschmünzerei. Sie lernen, eine effektive Methode kennen, den Finger am Puls der Zeit zu haben. Wir besuchen mit ihnen den Tempel Mammons und durch uns erfahren sie, was die Lieblingsbeschäftigung eines amerikanischen Präsidenten ist, warum das FBI in 3000 Meter Höhe mit Wespen zu kämpfen hat, wie man aus Psychiatrien flieht und was es mit dem Wandel von Gut und Böse in Effizienz und Ineffizienz auf sich hat. Der alte Mann und Mr. Smith, eine packende Geschichte, ein wahrlich himmlisches Vergnügen, welches nachdenklich macht und die Bauchmuskeln ordentlich durchrüttelt.